Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute soll es ein bisschen quatschig vonstatten gehen. Es ist so eine Mischung aus einem, wir probieren neue Produkte aus, meine Monatsfavoriten für April und irgendwie so ein Mini-Haul. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses spontane kleine Video und auf diese drei Themen in einem und ihr bleibt jetzt dran. Also für mich ist jetzt heute Sonntagmorgen, wir haben den 30.04. und ja, nachdem ich gestern an einem Instagram Live teilgenommen habe, habe ich beschlossen, dass ich heute dieses Video und dieses Format mache quasi, weil es war auf jeden Fall ein Video gewünscht. Ich habe, soll keine Schleichwerbung sein, aber ich fand die Tüte so schön, ich musste sie einfach irgendwie mit einbringen. Ich war gestern nämlich bei Mac und habe mir von meinem letzten Geburtstagsgutschein, ich hatte ja diesen Monat auch Geburtstag, noch zwei Produkte neu gekauft von Mac und hatte mir dann diesen Monat auch noch zwei Dinge bestellt, nachgekauft. Jeder, der mir bei Instagram folgt, hat auch gesehen, was es ist. Wird auch heute auf jeden Fall mit im Video erscheinen. Und da ich aber auch so Lust hatte auf meine Favoriten, denn ich habe durchaus diesen Monat ein paar Produkte benutzt, neu für mich entdeckt und benutzt, dass ich dachte, Mensch, komm, wir machen das alles in einem Abwasch und dann sind hoffentlich alle glücklich und ihr freut euch. Erster Favorit, by the way, ist dieser Becher. Ich bekam ihn von meinem Freund geschenkt zum Geburtstag und ich liebe ja Ananassen. Ananassen. Und dieses hier ist die coole goldene Ananas in einem Becher mit rosa drin. Und ich meine, kann mehr Freude mit einem Becher übermittelt werden? Ich denke nicht. Ihr seht, ich bin noch wunderschön, pure Natur. Möchte keiner sehen, aber wir arbeiten jetzt daran, dass es besser wird. Genau, meine Favoriten, die werde ich einfach so im Gequatsche mit einbringen. Gut, das erste Produkt, was ich mir übrigens, komme zum Haul-Teil, gekauft habe, neu gekauft habe, ist die Face and Body Foundation von MAC. Ich hatte mir die schon länger kaufen wollen und habe dann aber gedacht, oh ey, nee, ich habe so viel Foundations, ey, lass mal stecken. Ich habe mir jetzt übrigens die Farbe N2 geholt, das ist ein relativ neutraler Ton, weil ich einen relativ neutralen Hautton habe mit einer Tendenz zu gelb. Dementsprechend komme ich mit den neutralen Tönen immer ganz gut hin. Ich habe mich jetzt aber erstmal für die kleine Größe entschieden. Das sind 50 Milliliter. Ihr zahlt dafür, ich bin der Meinung, 32 Euro. Ich werde euch den Preis aber nochmal einblenden. Und ja, es ist eine sehr leichte Foundation. Sehr hautähnlich, also so ein bisschen wie so eine getönte Tagescreme tatsächlich, aber mit ein bisschen mehr Deckkraft. Ich finde sie sehr schön und wir werden sie jetzt heute eben zusammen verwenden. Ich habe für mich festgestellt, dass ich Full Cover Foundations lieber mit einem Beauty Blender auftrage und so leichte Foundations lieber mit einem Pinsel. Ich verwende da gerne den Buffing Pinsel von Real Techniques, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich finde, das geht auch ganz super mit so einem Stippling Pinsel, wobei mit so einem Stippling Pinsel, das sind die mit den etwas längeren weißen Haaren, die oben rausgucken. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die sind ja auch eher für den schieren Auftrag. Und da das schon echt eine schiere Nummer ist hier, würde ich lieber ein bisschen festeren Pinsel nehmen. Aber es würde auch gehen. Genau. Ich werde die Foundation einfach mal hier drauf verteilen. Ich nehme da hier so ein Klecks. Genau. Ich mache auch heute mal ohne Primer, weil es ist Sonntag. Ich plane nicht, dieses Make-up jetzt Stunden über Stunden über Stunden zu tragen, obwohl es könnte sein, dass ich das Make-up Stunden über Stunden über Stunden trage. Es steht nämlich heute noch nicht fest, ob wir irgendwo in den Mai tanzen oder ob wir einfach sagen, wir bleiben zu Hause. Mein Freund ist nämlich ein bisschen erschöpft die letzten Wochenenden und dementsprechend steht das noch nicht so fest, ob wir das Haus verlassen. Abgesehen davon ist heute mega gutes Wetter. Also die ganzen letzten Wochen war ja eine Vollkatastrophe bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber heute ist es richtig, richtig toll und da habe ich eigentlich richtig Lust zu grillen. Also, genau, ich mache das mit so naja, verkrämenden Bewegungen. Teilweise buffere ich das auch ein. Genau, und bei mir ist es halt so, ich habe Stellen in der Mitte des Gesichts, denen ich viel Aufmerksamkeit schenken muss. Also wie zum Beispiel hier der Stirn. Da habe ich auch viel Textur, dooferweise.
Und die Nase ist halt eben hier immer mit leichten Rötungen. Ich habe auch hier leichte Rötungen. Da gebe ich halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf. Ich hoffe auch übrigens, das geht mit dem Licht heute, Leudis, weil ich das wunderschöne Tageslicht verwende. Genau. Und jetzt seht ihr auch schon, das ist die Deckkraft, die man bekommt durch diese Foundation. Also es ist super natürlich. Die hat auch kein Flashback, weswegen ich sie perfekt finde für die Hochzeit. Ich weiß auch, ich hatte mich im Vorwege auch ein bisschen informiert. Die wird auch sehr gern verwendet von Make-up-Artists für Hochzeiten. Und da ich ja selber auch gerne natürliche Deckkraft mag, war das also auf jeden Fall ein Kaufwunsch. Concealer. Concealer habe ich mir jetzt ja noch gar keine Platte gemacht, Freunde. Nehmen wir mal den. Der ist gerade hier in Griffbereitschaft. Und zwar werde ich für den Concealer diesen Maybelline Löscher, dieses Löscher-Dingensbummel verwenden. Habe auch die letzten zwei Tage leider nicht so prall geschlafen. Ja, das reicht mir. Das mache ich seit Läusten sehr gerne mit so einem klassischen Foundation-Pinsel. Ich weiß nicht warum. Ich finde, damit kann man das richtig schön eindrucken. Also ich habe auch schon wieder, ne? Ich habe schon drei Kaffee-Intros, Freunde. Also man kann die so schön eindrücken. Und dieses hier ist sowieso ein sehr geiles Teil. Und zwar ist das von Lancôme. Das hat mir meine Freundin letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Und der ist super weich. Also ich hatte ja schon, ich glaube das war bei meinen Jahresfavoriten 2016, gesagt, dass ich definitiv jetzt ein bisschen mehr investiere in etwas teurere Sachen. Früher habe ich mich ein bisschen geweigert, weil ich immer gesagt habe, nee, was soll denn das? In der Drogerie gibt es auch guten Stoff. Es gibt da auch gute Produkte und das braucht man alles nicht. Aber Leute, ich stelle fest, vielleicht liegt das auch mit meinem Alter und meiner Haut zusammen, dass die einfach andere Bedürfnisse hat. Ich finde teilweise wirklich die Sachen, die High-End-Sachen besser. Genau. Wollte ich hier mal mein Wort zum Sonntag, Leute. So, das reicht mir auf jeden Fall schon. Ich finde, die Deckkraft ist super natürlich. Ihr seht auch, die ist definitiv nicht matt. Die ist so, ja, natürlich einfach. Also sie ist auch nicht dewy, aber sie ist halt natürlich. Und das finde ich super schön. Dann, ein neues Produkt. Und ich hatte das schon öfter gesehen bei den Amis. Die sind ja aber immer weiter im Voraus als wir und dementsprechend habe ich nicht gedacht, dass das überhaupt mal in unsere Drogerie einzieht. Ich spreche vom Fit Me Matte and Poreless Powder und es gibt ja schon relativ lange diese Serie für trockene Haut und da gibt es ja auch schon länger das Puder von, aber dieses hier hatte ich jetzt, ich glaube, vorletzte Woche gerade entdeckt und finde es super, deswegen dürft ihr es auch gerne als Favorit sehen. Ich habe die hellste Farbe genommen, die es bei uns gab, das ist die 120. Und so sieht der Ton aus. Ja, sehr natürlich, sehr neutral. Also ich kann da nichts anderes sagen. So, jetzt wird's hier fertig. Ich nehme hier so einen ganz normalen Puderpinsel. Und da ich ja eine Ölhaut bin, pudere ich mir mein ganzes Gesicht leicht ab. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Teil halten muss. Ja, genau. Also, es steht noch nicht fest, was wir machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, weil es die letzten Tage und Wochen halt ein bisschen stressig bei uns war, gut heute zu Hause bleiben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gemacht habt, wenn das Video online geht, dann sind wir ja schon mitten in dem Mai tanzen. Also von daher ist es dann ja schon vorbei. Aber mich interessiert es immer auch als Inspiration einfach, was ihr so macht. So, das war das Puder. Also ich finde es super zum Abpudern. Ja, kann nichts anderes sagen, Leute. Dann wollen wir aber noch ein Produkt zusammen ausprobieren und zwar das Banana Powder von Rival de Loup Young. Auch das hatte ich gepostet und hatte euch gefragt, kennt ihr es? Habt ihr schon probiert? Wie findet ihr es?
Und ja, also eigentlich waren die Meinungen insgesamt echt gut. Deswegen... Oh, bitteschön. Was soll der jetzt? Genau, da ist so ein Puffel dabei, den werde ich jetzt auch mal verwenden, auch wenn es ein... Ich finde es immer etwas zweckfrei, wenn der Puffel die gleiche Farbe hat wie das Produkt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke dann immer, wie soll ich es denn sehen? So, und ich will jetzt aber nochmal hier so ein bisschen gezielt unterm Auge den Concealer einarbeiten. Es ist definitiv matt, angenehm. Man sieht nicht, dass es richtig gelb ist, was ja auch super ist, weil keiner möchte aussehen wie eine Banane unterm Auge, auch wenn es so heißt. Und dann gehe ich auch nochmal hier in meinen Nasenflügel, weil wir wissen ja, das ist meine Elendszone. Nasenflügel und hier gerade so die Flügel über die Augenbrauen, ja? Ist zum Scheiße schreien, Leute, ist zum Scheiße schreien. Da gehe ich nochmal richtig schön drüber. Ja. Wirkt auf jeden Fall vernünftig. Und ganz ehrlich, dieses Pöttchen hat, glaube ich, 3 Euro oder so gekostet. Und da dachte ich, Banana Powder, Baby, komm zu mir. So, ich mache jetzt mal kurz abseits von der Kamera meine Augenbrauen und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. So, Augenbrauen sind dran. Auch ein sehr gutes Thema übrigens, denn ich habe diesen Monat, also nein, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist mein... mittlerweile wirklich heiliger Gral, was die Augenbrauen angeht. Und zwar ist es von Maybelline der Brow Precise Fiber Filler. So sieht das Ganze aus. Und ich habe schon ganz oft in meinen Make-up-Looks oder Tutorials gesagt, wie toll ich dieses Produkt finde. Und ich habe es aber immer in meinen Favoriten vergessen. Und ich benutze das jetzt, glaube ich, schon seit November. Seit November habe ich auch das gleiche Produkt. Ich habe es, also das gleiche Flash. Ich benutze... Schwuppala! Ich benutze es fast... jeden Tag, also ich würde fast sagen wirklich jeden Tag, also bis auf einzelne Ausnahmen. Und ich habe anfangs ein bisschen gewettert über dieses Bürstchen, weil es einfach gigantomanisch aussieht auf den ersten Blick. Das ist diese Schaufel hier. Das Ding ist aber, dass die so super funktioniert. Also ich glaube, es ist problematisch, wenn man ganz, ganz dünne Augenbrauen hat. Habe ich aber nicht und für mich ist es perfekt, wirklich perfekt und es hält die Augenbrauen, es gibt schöne Farbe ab. Ich habe die Farbe Dark Blonde. Mega großer Favorit. Und dann habe ich diesen Monat ebenfalls sehr oft meine Augenbrauen einfach nur gepudert und mit diesem Produkt hier hinterhergegangen. Und zwar habe ich dafür immer gerne genommen von Catrice den Absolute Eye Color in 350 Starlight Espresso. Das ist halt so ein richtig schöner... aschiger Blondton, sag ich jetzt mal. Und ja, super Duo, gerade für den Alltagslook. Dann geht's auch mal los. Ich will heute eigentlich gar nicht so viel machen, was das Augen-Make-up angeht. Ich war ja gestern bei MAC, habe ich ja erzählt. Und da habe ich einen Lidschatten geswatcht und dachte, boah, den finde ich richtig cool. Ich finde ich richtig, richtig schön. Und war kurz davor, ihn mir zu kaufen. Und zwar ist das die Farbe Cork. Und dann dachte ich so... nee, ich habe Cork zu Hause. Ich benutze den bloß nie, weil er in meiner Viererpalette ist und irgendwie ich ganz selten dazu greife. Ich weiß auch nicht. Und zwar ist das dieser helle Braunton hier. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich möchte diesen hellen Braunton einfach über das komplette Augenlid tragen. Also über das Bewegliche, ein bisschen eingeblendet nach oben. Und dazu machen wir jetzt erstmal die Base. Dafür verwende ich speziell bei solchen Farben immer total gerne den Color Tattoo Leather Effect in Creamy Beige. Ich finde, das ist einfach die perfekte Farbe dafür. Das sieht so aus. Ich habe mal geguckt. Ich finde, es ist sehr ähnlich zu dem MAC Paint Pot in Groundwork. Wenn einer von euch den hat, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ich da richtig liege, weil so wirkt die Farbe einfach auf mich. Also die sind sehr, sehr ähnlich, finde ich. Vielleicht ist der Paint Pot ein Ticken wärmer, also so ein bisschen zimtiger vielleicht, aber ansonsten sind die sehr, sehr ähnlich, finde ich. Genau, und den Paint Pot, den gebe ich mir jetzt auf mein bewegliches Augenlid. Ich gehe damit aber auch durchaus in die Lidfalte, weil ich habe ja leichte Schlupflider, nichts Dramatisches. Bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das kann man ja so auch nach außen ausblenden, ist ja gar kein Problem.
Und dadurch, dass ich über die Lidfalte hinaus arbeite mit einem dunklen Ton, schluckt mir der Schatten sozusagen meine Lidfalte weg. Ganz guter Trick für alle Mäuse hier, die Schlupflider haben übrigens. Und das noch nicht wussten. Genau. Weiter geht's. Genau, und die Farbe finde ich einfach super. Auch alleine getragen, weil die einfach so einen richtig schönen natürlichen Effekt hat, ne? Also, der deckt euch schön eure Äderchen ab und gibt euch ein bisschen Farbe, aber auch nichts Glitzerndes oder Dramatisches oder, seht ihr? Den finde ich super. Bei mir funktioniert ja die Nummer Paint Pot oder Color Tattoo alleine immer nicht so gut, weil ich habe ja so ein öliges Augenlid, wie bei mir auch sonst alles ölig ist, ne? Dementsprechend tue ich gut daran abzupudern und das mache ich eben mit meinem Lidschatten, weil die Farben sehr ähnlich sind. Genau, und dann geht's hier mal los. Genau, und ich tupfe das einfach auf die Creme drauf. Das Gute ist, wir brauchen uns auch nicht so viel Sorgen machen um Fallout, weil wir ja alles abgepudert haben. Nächster Favorit aus dem Monat April war selbstverständlich mein Trip nach London mit meiner Schwester. Zum einen war ich ungelogen das erste Mal mit meiner Schwester alleine im Urlaub, was sehr witzig war. Oh, sorry, das Licht verändert sich gerade. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem sehen. Was sehr lustig war, weil wir ja auch wirklich jahrelang schon nicht mehr zusammen leben. Und es ist halt, wir waren beide, glaube ich, so ein bisschen nervös, wie es wird. Aber wir haben uns super verstanden in der Regel. Wir haben uns, ich glaube, zweimal so kurz angezickt. Aber also wirklich nichts Dramatisches. Und es hat sehr viel Spaß gebracht. Ja. Unter meinem Augenbrauenbogen, und weil es gerade so nett hier ist in dieser kleinen süßen Palette, verwende ich die Farbe Nylon. Das ist dieser hier. Auch, ich glaube, so ein mega gehypter Lidschatten von MAC. Was garantiert auch der Grund ist, warum ich ihn habe, weil ich ließ mich garantiert anfixen. Und den gebe ich mir hier direkt unter die Augenbraue, aber auch wirklich nur hier so am hinteren Flügel. Genau, ich werde euch auch am Ende, wenn ihr Lust habt, das euch mal anzugucken, ein paar von unseren Urlaubsbildern mit einblenden. Die hänge ich hinten dran, damit ihr so ein paar Impressionen bekommt. Ich denke, meine Schwester hat da nichts gegen, wenn ich uns beide zusammen zeige, weil ich weiß, sie war ja schon im Instagram live. So, dann gehe ich nochmal in den inneren Augenwinkel. Wir wissen ja alle, das pimpt auch immer nochmal richtig. Geilo. Also meine Kleine, es entpuppt sich so ein bisschen zu einem kleinen MAC-Make-up, ne? Möchte ich immer sagen. Es kommt ja noch mehr, Freunde, es kommt noch mehr. Also wir sind noch nicht am Ende, was MAC angeht hier, ne? Genau, das ist meine Palette, die habe ich jetzt auch ungefähr, ich würde sagen, ein Jahr oder so. Die Farben sind super schön. Das ist zum einen Kork, wie gesagt, Nylon, Espresso oder so. Gibt es eine Farbe, die heißt Espresso? Ich glaube, es ist Espresso. Und das ist Beautiful Iris. Wunderschön. Ich verwende sie bloß einfach viel zu selten. Vielleicht kennt ihr das Problem. Ich bin auch gerade am Aussortieren, dass ich wirklich Dinge, also schönes Make-up mir einfach raussortiere, wo ich Spaß habe, dass ich es benutzen kann und dass ich die einzelnen Sachen einfach noch öfter verwende. Dann mache ich noch einen leichten Lidstrich und zwar werde ich dafür einen Kiko, so einen doppelseitigen Stift verwenden. Und zwar ist das ein Double Glam Eyeliner übrigens in der Farbe 100. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, Leute. Und damit gehe ich so am Wimpernkranz ein bisschen längs. Nichts Dramatisches, nur so ein bisschen. So. Feini. Da gehe ich aber auch nochmal drüber mit dem Lidschattenpinsel,
weil ich sonst Angst habe, dass es mir nach oben ein bisschen absmatscht. So dünne. Unterm Auge, ihr wisst ja, ist eine Misere mit dem Wein und so, wobei heute geht's. Aber Wurst, machen wir nicht. Ich zeige euch schon mal zwei weitere Favoriten, damit wir auch zwischenzeitlich die Thematik einhalten, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich möchte euch nämlich zwei Produkte zeigen, von denen ich wirklich begeistert bin. Und zwar sind es die Zoella-Produkte. Ich habe die, ich würde mal sagen, so vor 3 Wochen schon, habe ich die bei unserem Rossmann gesehen und war gleich total begeistert. Ich muss nämlich sagen, dass ich Zoella selber recht sympathisch finde. Ich finde, einige Videos sind immer ein bisschen anstrengend, aber einige Videos sind auch sehr schön von ihr und ich gucke sie mir schon sehr lange an. Und ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass diese Serie jemals nach Deutschland kommt und war ganz überrascht, als es dann doch der Fall war und habe mir dann die Wonder Hand Handcreme besorgt und die Double Cream Body Cream für den Körper. Das sind zwei verschiedene Serien, die sie hat. Diese hier, das ist so eine, ich sage jetzt mal, Macaron angehauchte Serie, riecht sehr, sehr süß, sehr vanillig, sehr zuckrig. Ist, glaube ich, nichts für jeden, weil es halt eine sehr, sehr süße und schwere Duftnote hat. Und dann ist es einmal diese Zoella Beauty Serie. Die hat keinen Namen, aber die ist halt eher so rosa Gold angehaucht. Auch das Duschgel davon habe ich übrigens, finde ich auch sehr gut. Und die riecht eher floral, feminin, erwachsen. Mir persönlich gefällt dieser Duft hier ein bisschen besser, weil er ein bisschen subtiler ist. Aber die Creme ist so reichhaltig und so, 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 so schön für die Haut. Oh Leute, ich wollte es euch einfach mal anraten, weil die super sind. Auch die Handcreme finde ich super, die pflegt meine Hände. Ich bin total begeistert und deswegen sollten sie mit ins Video. Ich hänge gleich meine Gesichtspflege hinterher, damit wir auch vorankommen, was die Favoriten angeht. Und zwar habe ich 2 Cremes diesen Monat sehr gefeiert. Zum einen, und achtet bitte nicht drauf, wie die Öffnungen aussehen, ja, aber ich benutze es täglich. Zum einen die Garnier Skin Active Hydra Bomb Tagespflege, das ist dieses Teil hier. Das ist eine sehr leichte, sehr feuchtigkeitsspendende Tagespflege, die aber auch gut wegzieht. Ihr aber auch so einen schönen Creme-Feeling habt, also sehr, sehr angenehm. Wer nicht so auf so ein Creme-Feeling steht, guckt euch die Nachtcreme davon an, weil das ist so ein Schwabbelgel. Das ist super, nehme ich auch total gerne, aber ich finde die Tagescreme noch ein bisschen besser. Und dann habe ich für die Nacht sehr gerne von Antipodes den Vanilla Pot genommen. Und zwar ist das eine sehr reichhaltige, hydratisierende Creme. Antipodes ist ja so ein Naturkosmetik-Jedöns-Klimbim. Und ihr seht auch schon, ich habe richtig viel schon rausgenommen. Also die ist super. Die ist eher wie eine Paste, wie eine Salbe. Also wirklich sehr, sehr reichhaltig. Und das Geilste ist, sie riecht nach Zimt. Okay, es ist natürlich nur für mich herrlich, weil ich liebe den Duft von Zimt, ja. Aber diese Creme, die riecht so, so lecker. Und die riecht so lecker nach Kräuterhexe. Großartig. Ist nicht günstig, der Scheiß. Kostet irgendwie so um die 30 Euro, nagelt mich nicht fest, zwischen 25 und 30 Euro. Aber die ist super, super gut für Leute, die echt Pflege brauchen. Also, und ich habe versucht, oder ich versuche zurzeit auf diesen, ich ballere meine Haut mit Ölen und Fetten zu, damit sie selbst nicht so viel ölt und fettet. Wisst ihr, wie ich meine? Klappt bisher ganz gut. Und zum letzten noch ein Hautpflegeprodukt, was ich euch auch zeigen möchte. Und zwar ist von Biore das Backpulver Puder Peeling. Das ist dieses Teil hier. Und ich finde das super. Also ich finde das super. Es ist ein Peeling, was super fein ist. Ihr könnt selber dosieren, indem ihr den Feuchtigkeitsgrad bestimmt, wie doll es wird. Und ja, es ist für trockene bis fettige Mischhaut. Das ist auch die überragendste Angabe der Welt, finde ich. Also es ist eigentlich quasi für alle. Wirklich für alle. Und was ich ganz lustig finde, ist, ihr habt halt quasi ein Schaumreiniger mit Peeling in einem und es ist super fein. Die Haut fühlt sich hinterher richtig schön glitschig an und ist total bereit für die nächste Runde Pflege und ich finde das echt super. Also ich mag's. Es ist, glaube ich, nichts für jeden, aber ich finde es super. So, weiter geht die große Fahrt und zwar zeige ich euch meinen liebsten Duft aus diesem Monat. Und zwar
ist es von Kenzo, der L'Amour Kenzo. Ich liebe diesen Duft. Das ist jetzt übrigens nur noch die Flasche, weil ganz ehrlich, dieses Teil passt in keinen Schrank. Es ist, wenn ihr das kauft, habt ihr da so einen Deckel dran, der ist so, der schlängelt sich so nach oben. Genau. Oh Gott. Ey, wenn ich daran rieche, höre ich die Engel singen. Freunde, ich höre die Engel singen. Es riecht so lecker. Es ist süß, floral, vanillig, warm. Oh, es ist... Oh Gott, ihr müsst es riechen. So riecht Birte. So riecht Birte. So riecht Birte. Wenn ihr das riecht, denkt an mich und genau so riecht mein Körper. Machen wir weiter mit dem Schminken und kommen auch gleichzeitig zu einem nächsten Favorit von mir. Und zwar kaufte ich mir diesen Monat Überraschung von MAC, eine Mascara, die ich gesehen habe bei einem MAC-Video. Ich habe selber den MAC-Kanal auf YouTube abonniert und gucke mir da total gerne die Tutorials an. Und da habe ich diese Mascara hier im Einsatz gesehen und die heißt, haltet euch bitte fest, ich weiß es schon nicht mehr, in Extreme Dimension Lash Mascara. Es ist auch so klein geschrieben, dass ich das nicht sehen kann und ich bin kurzsichtig. Und die Farbe heißt Hold for 10. Und die Packung lässt schon Großartiges erahnen, Freunde. Aber wenn ihr die Farbe seht, ihr werdet sagen, willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Es ist bombenmäßig. Und die tragen wir jetzt auch einfach auf, weil die passt nämlich zu einem natürlichen Look ganz wunderbar. Ihr werdet es gleich sehen. Und nicht nur, dass die Farbe der absolute Oberkracher ist. Nein, auch die Mascara als solches, ne? Ich kann mir vorstellen, dass die in Schwarz, also die muss der Hammer sein. Und ja, ich möchte sagen, ich habe mir diese Mascara nur aufgrund dieses Videos gekauft, ne? Ich war so hin und weg, dass ich dachte, ich muss die haben. Ich muss sie einfach kaufen. Ich werde euch das Video mal unten verlinken. Es ist so ein wunderschönes Make-up-Tutorial. Und anfangs hatte ich Schiss, dass man die Mascara nicht sieht, weil blau ist ja immer heller. Aber, nee. Die hat genauso einen schönen Effekt, finde ich, wie eine schwarze Mascara sie hat. Aber dass sie halt noch so ein bisschen mehr kann. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und ich bin verliebt in diese Mascara. Ich bin einfach verliebt. Wer mal was Besonderes sucht, guckt euch diese Mascaras an. Die sind wunderschön. Es gibt sie auch in so vielen verschiedenen Tönen. Die blaue hat es mir persönlich besonders angetan, aber das ist ja Geschmackssache und ich kann die einfach durchweg empfehlen. Dann zeige ich euch mal meine nächsten Beauty-Favoriten und zwar sind es Nagellacke. Es ist zum einen die Farbe, die ich jetzt auch auf den Nägeln trage. Ich zeige sie euch aber nicht zu dicht, weil die so abgerockt sind. Es ist die Farbe High Class Affair und das ist so ein wunderschönes, nudiges Aprikot, haben wir uns drauf geeinigt. Es ist ein wunderschöner Frühlingston. Ich finde den perfekt für den Frühling. Jetzt seht ihr die Hände doch, aber wie gesagt, guckt nicht so genau drauf. Sie sind nicht mehr schön. Und zum Zweiten das für mich perfekte Rot. Ich bin ja ein eher Orange-Rot-Typ. Ich liebe einfach koralliges Orange-Rot. Und zwar habe ich da für mich die Farbe 444 von L'Oreal entdeckt. Und zwar ist das die Farbe Orange Triumph, dieses hier. Und ich liebe diese Farbe. Ich liebe diese Farbe. Sie ist so, so unglaublich schön. Die habe ich übrigens getragen in dem L'Oreal-Video. Falls ihr sie mal live auf den Nägeln sehen wollt, um zu sagen, ob sie euch gefällt, guckt in das Video. Ich verlinke euch das mal hier in die Infokarte. Und da habe ich diese Farbe getragen und ich liebe sie. Machen wir mal weiter mit dem Schminken. Ich verwende von Soap & Glory das Solar Powder und verwende das richtig schön überall, ne, ihr wisst ja, nicht kleckern, sondern klotzen. Jawohl. Gebt Birtchen Kaffee und die geht ab wie Schmitz Kätzchen. Und dann war ich ja bei MAC. Ich erwähne es gerne nochmal, also ganz ehrlich Leute, und das ist
Kein Geprahle, keine Angeberei, gar nichts. Ich kaufe so selten so teure Kosmetik, dass ich habe das einfach für mich zelebriert, dass ich durch die Gutscheine, die ich geschenkt bekommen habe, und mir so viele Wünsche erfüllen konnte. Ich feiere das. Und zwar wollte ich unbedingt den Blush Mocha haben von MAC. Es ist ein wunderschöner Powder Blush in so einem Mauve Rosé. Ich verwende ihn das erste Mal heute. Und ich bin gespannt, wie er mir gefällt. Aber bestimmt gut. Ich mache das jetzt auch mal nur mit dem Display. Also, ich finde den super schön. Super schön. Dann hatte ich mir gestern erst überlegt, kaufe ich mir noch einen Lippenstift? Ich hatte da noch so einige, mit denen ich geliebäugelt habe. Dann gefiel mir noch ein Lidschatten super, die Farbe Sober. Also die ist auch auf jeden Fall nochmal wieder auf meine Wunschliste gerutscht. Ich konnte mich halt nicht so richtig entscheiden und habe dann gedacht, nein, Birte, du kaufst jetzt mal was Kleines, um mal zu testen. Von diesen Produkten hast du noch keins. Und guckst mal, ob die das halten, was sie versprechen. Und zwar ist es ein Lip Liner geworden. Das ist mein erster Lip Liner, den ich von MAC habe. Und zwar ist es die Farbe Subculture. Ich hatte als erstes zwischen Subculture und Boldly Bare tendiert. Boldly Bare geht so ein bisschen noch mehr ins Movige. Ich habe dann aber überlegt, ich trage tatsächlich eher peachige Nude-Töne. Und da fand ich die Farbe Subculture ein bisschen schöner. Was ich erstmal sagen muss, ich finde das richtig toll, dass die super, super lang sind. Weil dafür, ich meine, ich glaube, ich habe jetzt 17 Euro gezahlt. Ich finde, für das Geld musst du halt auch echt Produkt kriegen. So, und ja, die Farbe, ich zeige es euch mal anhand von dem Stöbel da hinten. Und dann swatche ich euch den auch nochmal. Na, das ist halt ein peachiger Newton. Würde ich es jetzt mal nennen. Genau, und den verwende ich auch heute. Legen wir mal los. Aber ich glaube, man kann das schon ganz gut sehen. Die Farbe ist meiner Lippenfarbe sehr ähnlich. Und ich habe die jetzt eben auch auf die gesamte Lippe aufgetragen. Was super ist, damit lässt sich wunderbar so ein bisschen überleihen, weil ich gerade bei meiner Oberlippe schummel ich halt gerne ein paar Millimeter mit dem Ausmalen dazu. Und das geht mit dem sehr gut, weil das ein sehr schöner hautfarbener Nude-Ton ist. Also ich würde sagen, wenn man den jetzt mal vergleicht mit einem Maybelline oder mit einem Essence Eyeliner, ist der hier ein bisschen härter. Ich hoffe aber, dass das auch ein bisschen mehr Haltbarkeit mit sich bringt. Dazu kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen, weil ich den jetzt das erste Mal ausprobiert habe. Aber ich finde den Ton wunderschön und ja, mir gefällt der echt gut. Und der Auftrag, ich hätte jetzt einfach vorhin ein bisschen Lippenpflege drunter machen müssen, dann wären meine Lippen auch geschmeidiger gewesen. Aber ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall richtig gut und drückt mir die Daumen, dass der gut hält. Bleiben wir mal bei MAC und verwenden die Farbe Cream Cup. Das ist ein Cream Sheen Lippenstift. Den habe ich schon ein sehr, sehr gutes Mal verwendet, wie ihr seht. Und den liebe ich. Super Kombi. Super Kombi. Die passen echt gut zusammen. Dann zeige ich euch jetzt aber nochmal meine zwei Lieblinge aus dem vergangenen Monat. Bei dem ersten Produkt, das ist relativ offensichtlich, es ist mein Nummer 1 Mitbringsel aus London. Und zwar habe ich mir noch einen Charlotte Tilbury Lipstick gegönnt, und zwar die Farbe Miranda May. Das ist einer von diesen Iconic Lippenstiften. Diese wunderschöne Korallrot-Farbe hier. Ja, das ist halt ein sehr außergewöhnlicher Ton, finde ich. Ich habe in meiner Sammlung noch keinen weiteren Ton dieser Art. Und ja, ich finde den wunderschön. Und der hat halt dieses matte Finish, was ich auch sehr angenehm finde, wo ich auch nicht so viele Lippenstifte von habe, von diesen matten Finishes. Und diesen hier finde ich besonders angenehm, weil der wirklich nicht austrocknet. Also ich weiß, dass eine ganze Zeit lang die Maybelline Sensational Mattes total gerockt worden sind und
Das konnte ich gar nicht so verstehen, weil ich finde, dass die Lippen einfach nur austrocknen. Also bei mir ist das leider so. Und hier kann ich euch wirklich sagen, die trocknen nicht aus. Wenn ihr nach 2 Stunden, 3 Stunden noch so macht, merkt ihr immer noch diesen samtig weichen Lippenstift auf euren Lippen. Und ja, ganz, ganz toll und wirklich sein Geld wert. Und am anderen Ende der Nahrungskette möchte ich euch ein Produkt zeigen von Just Cosmetics. Das ist eine neue Serie, die die haben. Gibt es bei uns bei Butney. Ich weiß nicht, ob das diese Just Cosmetics Produkte überall in Deutschland gibt. Und zwar haben die jetzt die Buttershine Lipglosse. Und diesen hier, der hat es mir besonders angetan. Das ist die Farbe 020 Charade Parade. Und zwar ist das ein richtig toller Peachton. Und ihr seht schon, ich habe nur ein Strich Produkt drauf gemacht, wie gut der deckt. Der ist der Hammer und ich liebe den einfach über einem Lip Liner. Ein Traum, ein Traum. Machen wir nochmal eine Runde Highlight und zwar verwende ich heute meinen Topshop Highlighter. Ihr wisst, ich feiere ihn, auch der ein London Mitbringsel und auch der im Grunde ein Favorit, weil er so wunderschön ist. Mach das Mütterchen glücklich. Ich schmeiße ihn mit rein. Es ist ein Highlight. Ha! Dann kaufte ich mir mal wieder MAC-Fix Plus. Auch das eigentlich in weiser Voraussicht zu der Hochzeit, die kommt. Und ja, ich finde das selber sehr gut. Habe das auch gestern benutzt, um eine Freundin zu schminken. Und benutze es auch die letzten Tage wieder und es ist einfach ein überragendes Produkt. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich toll. Und dann möchte ich euch jetzt noch zum guten Schluss 3 Produkte zeigen, die im Grunde Nebenbei-Artikel sind. Zum ersten dieses Teil hier von Real Techniques. Ich glaube, ich bin so gefühlt die Letzte, die auf diesen Zug aufgesprungen ist, aber ich möchte es einfach mal zeigen. Nicht im Speziellen dieses Teil von Real Techniques, aber so eine richtig große Pinselwaschmatte. Wie dieses Teil hier. Ich finde einfach, es funktioniert so wunderbar, um die Pinsel zu reinigen. Ich habe auch heute Morgen wieder Pinsel gewaschen und habe diese Matte hier verwendet und ich finde es einfach so super und wassersparend und gut reinigend, dass ich euch das echt anraten möchte. Ich weiß, es gibt so ein ähnliches Produkt auch von Rossmann. Wenn ihr also nicht die, ich glaube, 10 Euro oder wie viel ich dafür ausgegeben habe für dieses von Real Techniques hier ausgeben wollt, guckt euch auf jeden Fall das Äquivalent von Rossmann mal an. Auch das werde ich euch mal unten verlinken und ich werde euch einfach beide verlinken und ihr sucht euch dann eins aus und ja, ganz, ganz tolles Teil. Dann möchte ich euch eine Duftkerze zeigen. Ihr wisst ja, ich liebe mir meine Duftkerzen. Und diese hier hatte mein Freund mir mitgebracht, oder uns mitgebracht, besser gesagt. Und zwar ist es die Wax Lyrical England Spring Clean Duftkerze. So sieht das Ganze aus. Und das hat er bei TK Maxx gefunden. Und diese, das ist Weichspüler, Frühling, frisch gewaschene Wäsche. Ein bisschen floral. Oh, Freunde. Ein Traum, ein Traum. Ich werde nochmal schauen, ob ich eine finde, wo es diese Kerzen gibt. Und wenn ja, dann werde ich euch die auf jeden Fall verlinken, weil die so unglaublich toll ist und so lange gebrannt hat. Also, oh, ein Traum. Und das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, habe ich an. Ich habe mir nämlich ein neues T-Shirt gekauft und ich bin ja 90er Jahre, also in den 80ern geboren, in den 90ern quasi aufgewachsen. Und Entschuldigung, wer war da denn bitte kein Guns N' Roses Fan? Schön hier die Hupen, macht nichts. Man sieht leider auch nicht so viel. Ich könnte ja mal ein Stück, nach hinten gehen, ne? Genau. Und zwar ist es ein total tolles Guns N' Roses T-Shirt mit so hochgedrehten Ärmeln. Ihr wisst schon, was ich sagen will, richtig? Und was soll ich sagen? Ich liebe dieses T-Shirt. Ich finde es so cool. Also ich finde es schön und rockig und bequem und weich und ach, es ist einfach ein Traum und es ist von ASOS. Ich werde es euch auch unten nochmal verlinken. Ja, und dann war es dann jetzt eigentlich auch alles. Wir haben alle Produkte zusammen ausprobiert. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich hoffe, euch gefallen die Produkte.
So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich hoffe, euch haben die Produkte gefallen, die meine Favoriten diesen Monat waren. Ich hoffe, euch hat der kleine Mac-Haul, im Grunde war es ja wie ein Mac-Haul, gefallen. Und die Produkte fandet ihr interessant. Wie gesagt, ich gebe nicht sehr häufig so, in Anführungsstrichen, viel Geld für diese Kosmetik aus. Und vergesst nicht, ich hatte auch einige Gutscheine aufgrund meines Geburtstages. Dementsprechend konnte ich mir ohne schlechtes Gewissen ein paar schicke Sachen aussuchen. Und das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall mal sagen möchte. Ich habe totales Verständnis dafür, wenn man nicht so viel Geld dafür locker machen möchte. Absolut. Braucht kein Mensch. Aber wenn ihr Sachen haben möchtet und ihr sagt einfach, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben dafür, wünscht es euch, wünscht es euch. Ich hatte jetzt gerade wieder diesen Monat, wenn man halt Geburtstag hat, man wird gefragt, ja, hast du vielleicht Wünsche? So, und ich finde, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch in eurem Bekanntenkreis ist, aber ich finde, man hat halt so Preiskategorien zwischen, ich sag jetzt mal, 15 und 50 Euro. Also je nachdem, was, wie, ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, und ich finde, gerade bei MAC zum Beispiel, kriegt ihr wirklich tolle Sachen in diesem Preissegment. Und klar, bei Foundations und so lässt sich darüber streiten, ob das der richtige Ton ist und so weiter und so fort, alles gut. Aber bei Blushes, Lippenstiften, Liplinern, sowas. Kauft eurer Freundin sowas. Echt, die freut sich mit Sicherheit. Also ich finde, das ist, also ich glaube, jede meiner Freundinnen wird sich freuen, wenn sie von mir irgendwie sowas geschenkt bekommt. Also alle liebe Freundinnen, schreibt unten mal, wenn ihr einen Account habt, in die Kommentare, würdet ihr euch freuen, wenn ihr von mir sowas bekommt. Also ich kann nur sagen, ich finde, die Produkte sind gut, die ich ausprobiert habe, sind absolut ihr Geld wert. Und ja, das wollte ich euch einfach mal mit auf den Weg geben. Wünscht euch sowas, Freunde, wünscht euch sowas. Zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Ich werde euch versuchen, alles zu verlinken in die Infokarten, in die Infobox, Links zu Homepages und so weiter und so fort, wo ihr den Klimbim bekommen könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid aktiv in den Kommentaren. Ihr wisst das. Ich freue mich natürlich auch immer über Däumchen. Das wisst ihr auch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!